Jeder kennt Unternehmen wie Coca-Cola, Apple oder Amazon. Alles Aktiengesellschaften, deren Anteilsscheine jedermann kaufen kann. Nehmen wir als Beispiel einmal Amazon. Damit das Unternehmen wachsen kann, braucht es viel Geld. Das Kapital kann es sich entweder von der Bank als Kredit holen oder es kann Anteile des Unternehmens an der Börse verkaufen. Jedem Käufer eines solchen Anteils, einer Aktie, gehört damit ein kleiner Teil von Amazon. Dafür, dass die Aktionäre dem Unternehmen die Anteile abkaufen, dürfen sie bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen. Laufen die Geschäfte gut, schütten viele Aktiengesellschaften einen Teil ihres Gewinns an die Aktionäre aus. Das nennt man Dividende. Es gibt aber auch Unternehmen, die investieren alle ihre Einnahmen in neue Produkte und Geschäftsideen, um möglichst schnell wachsen zu können. So macht es zum Beispiel Amazon. Auch das kann sich für die Aktionäre auszahlen, denn wenn Amazon kräftig wächst, kaufen sich immer mehr Anleger die Aktie und dadurch steigt der Preis für eine Aktie. Das freut natürlich den Aktionär.